obwohl ich 1967 zum Ensemble des Action-Theaters gehörte, traf ich Fassbinder sehr viel später. Er engagierte mich nach einer Vorstellung im Münchner Modernen Theater für seine Filme Liebe, Kälte als der Tod, Katzelmacher und für die Uraufführung von Anarchie in Bayern im Werkraum der Münchner Kammerspiele. 5 Jahre habe ich sehr intensiv miteinander gearbeitet mit ihm, nicht nur in München, sondern auch in Bremen und Bochum. Nach Fassbinders Tod im Juni 1982 fing ich an, seine Stücke in Nürnberg, München, Erfurt und Berlin zu inszenieren. Katzenmacher, Anarchie in Bayern, Tropfen auf heiße Steine und Angst essen Seele auf. Rückblickend wird mir immer klarer, was Fassbinder schon in jungen Jahren in Bezug auf Politik, Gesellschaft und menschliche Beziehungen erkannte und in seinen Stücken umsetzte. Meine Inszenierungen waren für mich immer auch ein Weg zur Versöhnung mit einem schwierigen Freund, der er zweifellos war, und zugleich eine Verneigung vor seinem Genie. Über sein umfangreiches Werk muss ich nichts sagen, auch dass er als Künstler von beiden Seiten her brannte, um das Bild einer Kerze zu verwenden. Er brachte uns Schauspieler, die bei ihm Hauptrollen spielen durften, zum Leuchten, wobei ich ganz persönlich manchmal das Gefühl hatte, selbst zu verbrennen. Angesichts der jüngsten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Land frage ich mich ernsthaft, wie nachhaltig Fassbinders Versuche waren, Menschen über künstlerische Schaffen zu erreichen und aufzurütteln. Aber man darf sicherlich die Kräfte nicht übersehen, die auch heute diesen Ewiggestrigen entgegenwirken und die von eben jenem Geist getragen sind, der Fassbinder und uns die Riege seiner Schauspieler bewegte und antrieb. Ich wünsche dem Deutschen Filminstitut und Deutschen Filmmuseum sowie Juliane Maria Lorenz-Wehling zum Gedenken des 75. Geburtstages von Fassbinder allergrößtes Interesse und viel Erfolg.